Marlon, unsoziale Marktwirtschaft und ich haben uns zusammengefunden und wir sprechen heute mit Frederik Brossard vom BSW. Erstmal sei gegrüßt, Frederik. Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier da sein darf. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Arbeiterstolzmonat, ne? Jo, danke schön. Da Stimmt. sprichst du schon diese Aktion an, die von Proletopia in die Wege geleitet wurde. Ja, danke schön, dir auch. Kann ich nur zurückgeben. Ja, ich würde sagen, mit welchem Thema fangen wir an? Also wollen wir mit was Thematischem anfangen oder mit so einer internen BS, also mit erstmal ein Update, wie läuft eigentlich der Aufbau des BSW? Ich glaube, da kann uns Frederik am ehesten was zu erzählen. Ich glaube, damit fangen wir an, oder? Hört sich doch nach einem Plan an. Gut, wie läuft es gerade? Also wie läuft der Aufbau des Bündnisses Sahra Wagenknecht? Also der Aufbau läuft im Moment sehr gut, dafür, dass wir so eine junge Partei sind und noch nicht diesen riesigen Parteiapparat haben, wie die anderen Parteien. Momentan sind drei Landesverbände ja gegründet. Die nächsten Gründungen stehen auch in den Startlöchern. Da kann ich aber jetzt nicht mehr zu sagen. Und jetzt laufen auch überall diverse die Unterstützertreffen an. Morgen zum Beispiel in Niedersachsen fängt es an, in Oldenburg und dann in Hannover und, nee, Quatsch, Rothenburg Rotenburg kommt und, erst, ja, ja, Sonntag. genau. Ja, genau. Ne, den anderen Ort habe ich leider nicht mehr im Kopf. Aber NRW zum Beispiel ist da schon sehr aktiv. Da laufen die Unterstützertreffen auch sehr gut, immer mit einer starken Beteiligung. Und das macht auch Hoffnung für den Wahlkampf. Also der Parteiaufbau läuft gut, viel Interesse da, auch viele Menschen, die auch endlich wieder Hoffnung haben und wieder eine Partei sehen, die auch ihre Interessen vertreten. Und ich bin da ganz optimistisch, dass das auch so gut weitergehen wird. Die letzten Umfragen zeigen auch, dass das hier nach oben geht. Vor allen Dingen für die Europawahl stehen wir aktuell bei 7%. Ich gehe davon aus, dass wir noch 9 bis 10% noch reißen werden bei der Europawahl. Da bin ich ganz optimistisch. Und es macht endlich wieder Spaß, Politik zu machen, ohne von anderen angegriffen zu werden. Ja, Dankeschön. Das kann man noch nachvollziehen. Ja, ich finde das ganz interessant. Sahra hatte ja auch in einem Beitrag, wo sie mit Ulrike Herrmann letztens zusammensaß, da wurde sie auch gefragt, wie die Mitgliederzahl und sowas aussieht. Da meinte sie ja auch, dass es, glaube ich, bei 500 ungefähr aktuell sind und dass sich aber auch Tausende eben als Unterstützer und Co. eingetragen haben. Und da sieht man ja, dass wirklich die Leute da sind, die auch motiviert sind, mitzumachen. Und also das Potenzial, würde ich sagen, ist vorhanden. Es ist halt jetzt nur die Frage, wie ja, sich das ausspielt. Ja, Ja, Frederik, das aus ist welchem ganz Bundesland klar. kommst du denn? Also ich bin aus Niedersachsen. Ich wohne in Ostfriesland in Emden. Ja, damit die Zuschauer wissen, wo du ungefähr herkommst, das war. Denn aus den Ostbundesländern, ich hatte ja schon mal Jens Dietzmann zu Gast vom BSW Sachsen, der meinte, das läuft alles, also das ist für die viel komplizierter, das zu organisieren, dass bei denen bis zu den Landtagswahlen nur noch so wenig Zeit ist. Natürlich ist da mehr Druck in den hier ostdeutschen Bundesländern zu den Landtagswahlen. Das ist klar. Natürlich ist das dann auch schwieriger zu organisieren. Aber Stand jetzt sehe ich da gute Strukturen, auch in Social Media. Und ist zwar eine Riesenkraftanstrengung, Anstrengung, und die meistern das auch im Moment sehr gut in den hier Bundesländern. Und natürlich ist man manchmal ein bisschen kaputt, weil das viel, viel Kraft und Zeit kostet. Ich mache auch viel nach der Arbeit. Ein Wunder, dass meine Frau noch nicht die Scheidung eingereicht hat. Aber Also jetzt so. ja. Also ich sehe im Moment den Strukturaufbau in den Ostländern gut vorangeschritten und ja, in Niedersachsen haben wir das zum Beispiel so, da ist
noch kein Landesverband gegründet, aber es fängt an, sich Unterstützerkreise zu gründen, wo die, auch teilweise die Mitglieder mit drin sind. In Ostfriesland ist das schon stark ausgeprägt. Ich bin da ganz optimistisch, dass wir, wenn bald der Niedersächsische Landesverband gegründet wird, dass wir da auch größere Strukturen schon bereitstellen können an Kreisverbänden. Von daher, ich sehe das im Moment, dass das alles sehr gut läuft. Und da machen die anderen auch, auch die Bundestagsabgeordneten und die ganzen hier Länderbeauftragten, die machen momentan einen riesen Job. Die müssen das auch alles nach der Arbeit machen. Es sind ja auch nicht alle irgendwo beschäftigt im Bundestag oder sowas. Das muss man ja auch sehen. Das ist ganz viel Ehrenamt, was dahinter steckt. Und das machen nicht viele Parteien. Da sind wir bislang momentan wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, dass das wirklich viele Leute in die Hand nehmen, die das dann auch wirklich in der Freizeit machen. Und das ist verdient für mich ganz viel Respekt und eine hohe Anerkennung für diese Leute. Ich finde dahingehend eigentlich auch ganz spannend, wie sich die Art und Weise der Mitgliedsaufnahme so in den kommenden Monaten und Jahren vielleicht auch noch verändern wird, weil, wie du ja eben richtig schon gesagt hast, ist das Ganze mit sehr viel Arbeit verbunden. Und die Partei möchte ja mittel- und langfristig, glaube ich, nicht bei 500 Mitgliedern bleiben. Und dann ist für mich die Frage, ob man denn, wenn die Ostwahlen vorbei sind, wenn man also auch dahingehend sich erstmal so eine Grundstruktur, einen Grundaufbau fertig hat, dass man dann auch die Partei weiter öffnet und der Zustrom an neuen Leuten dann auch irgendwann zunimmt, um auch mehr Personal zu haben und generell eine stärkere Kampagnenfähigkeit oder Wahlkampffähigkeit auch zu besitzen. Dass wir uns irgendwann stärker öffnen, wird irgendwann auch mal passieren. Das ist ganz klar. Momentan sind wir nur einfach, auch vor allen Dingen bis zu den Bundestagswahlen, sind wir im Moment sehr vorsichtig, weil wir auch nicht unbedingt jetzt U-Boote drunter haben wollen, die dieses Projekt zum Scheitern bringen. Natürlich wird es irgendwann eine stärkere Öffnung geben. Aber momentan müssen wir halt aufpassen, weil dieses Projekt sehr wichtig ist, nicht nur für die Partei selbst, sondern vor allen Dingen für die Menschen auch. Und da müssen wir sehr vorsichtig vorgehen. Und ja, wie gesagt, es ist ein wichtiges Projekt und wir wollen keine U-Boote drin haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir nehmen zum Beispiel einige Leute, die jetzt nicht aufgenommen werden, wie zum Beispiel in Dieter Dehm, die dann anfangen rumzustänkern, öffentlich, über BSW. So, und dann weiß man auch schon ganz klar, wo bei solchen Leuten der Kompass hingeht. Ne, dass es dann nicht den Leuten um die Sache geht, sondern nur um sich selber. Und da müssen wir ganz stark aufpassen. Ja, es ist natürlich ein Punkt, weil die Partei soll ja auch in 15, 20, 30 Jahren noch bestehen und sich nicht durch irgendwelche Machtkämpfe und was das sich innerhalb von 3 Jahren zerlegen. Ich bin halt einfach sehr gespannt, wo die Partei dann eben in 5 bis 10 Jahren steht, wie sie sich auch weiterentwickelt, weil ich glaube, es ist naiv zu denken, dass eine Partei eben dauerhaft auf diesem einen Punkt irgendwo steht. Es kommen vielleicht in 10 Jahren so ein Themen auch auf dem Plan, die wir ja gerade noch gar nicht... Ach, guck mal, jetzt sieht man dich. Ja. Ja, cool. Aber da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Was ich auch ganz interessant finde, das ist jetzt vielleicht ein etwas stärker thematischer Hintergrund, und zwar, wir haben so ein bisschen gewitzelt, du bist ja letztens in der im Faktenfinder der Tagesschau aufgetaucht. Ich zitiere mal so ein bisschen, was hier geschrieben wird. Zitat von dir in einem Beitrag: 2 Jahre Krieg, 2 Jahre Leid, 2 Jahre Zerstörung. Das alles hätte verhindert werden können. Das ist bezogen auf die Friedensverhandlungen im März, April 2022 zwischen der Ukraine und Russland, wo ja auch die Welt vor so ungefähr einer Woche einen Beitrag dazu veröffentlicht hat, wo man ganz klar gesehen hat, dass der Friedensschluss im Vergleich zu dem, was uns über 2 Jahre erzählt wurde, eigentlich sehr dicht vor der Tür stand. Man das dann aber von westlicher Seite auch durchaus torpediert hat
Und dann wird hier noch weitergeschrieben, Beiträge wie der des Mitglieds der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht, Frederik Bossert, haben derzeit immer wieder Konjunktur. Und da wird sich in diesem Artikel darüber ausgelassen, dass das doch irgendwie gar nichts mit Fakten zu tun hätte. Wir wissen ja mittlerweile, dass eigentlich schon der ehemalige israelische Premier Bennett vor einem Jahr darüber schon gesprochen hat. Aber seitdem ist ja dennoch weiterhin in der Mainstream-Medienpresse eigentlich dauerhaft die Position, nee, das stimmt alles gar nicht. So zum Großteil zumindest. Klar ist das die Position. Wir erleben ja momentan eine ganz starke einseitige Berichterstattung, die schon Tendenzen haben Richtung Propaganda. Und dieser Regierungskurs muss ja auch irgendwo in den Medien gerechtfertigt werden. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Jugoslawienkrieg, wo wir völkerrechtswidrig Jugoslawien auseinandergebombt haben. Und bis heute hält sich immer noch bei ganz vielen, auch in den Medien, dieses, wie soll man sagen, dass das, wir hatten einfach Recht, da Bomben reinzuschmeißen. Das ist bis heute immer noch so. Ne? Und wir sehen das jetzt auch im Ukraine-Krieg, wo wir auch eine ganz klare Vorgeschichte zu diesem Krieg haben. Bevor Zuschauer noch meckern, ja, der russische Angriffskrieg ist auch völkerrechtswidrig, ja. Aber Christian Ley hat das auch ganz schön gesagt, Kriege fallen nicht einfach vom Himmel. Und dieser Krieg hatte schon seine Vorgeschichte in 2014 und auch schon davor mit der NATO-Osterweiterung. Aber dieses Eingeständnis, dass Russland da jetzt ganz plötzlich eingefallen ist, vom Himmel, wird jetzt halt in den Medien auch ganz stark angezeigt. So, ohne jetzt zu analysieren, wie es überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist. Und so dieser Faktenfinder, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Artikel auch nicht ganz durchgelesen, weil es ist bekannt, dass es diese Verhandlungen gab und es ist auch bekannt, auch ausreichend belegt von kleineren Medienhäusern, dass der Westen da ganz stark mitgewirkt hat, in Form von Boris Johnson diese Verhandlungen auf Eis zu legen. Und es hätte viel Leid verhindert werden können und Tod. Und wir hätten heute vielleicht eine neutrale Ukraine, die eventuell doch einen EU-Beitritt hat, dann auch, was ja auch Teil der Verhandlungslösung gewesen ist. Aber wir hätten wesentlich weniger Tote, eine neutrale Ukraine. Und wir hätten auch jetzt auch wahrscheinlich keine Sanktionen und immer noch billige Energie. Das muss man auch ganz sagen. Also das, was damals passiert ist, ist nicht zum Vorteil gewesen für Europa. Definitiv, da hast du auf jeden Fall recht. Vor allem da nicht nur der israelische Ministerpräsident, der damals an den Verhandlungen beteiligt war, diese Version bestätigt hat, sondern auch der ukrainische Verhandlungsführer. Er hat ja auch schon mittlerweile bestätigt, dass Russland erstmal bereit war, einen Frieden anzubieten gegen Neutralität, dass die Ukraine dieses Angebot abgelehnt hat. Und trotzdem hält sich immer noch hartnäckig dieses Narrativ, Putin wolle überhaupt nicht verhandeln, Russland wolle die Ukraine auslöschen. Wieso glaubst du, hält sich das und was können wir dagegen setzen? Warum hält sich das? Es ist ja immer interessant, auch beim Jugoslawienkrieg zu sehen, damals. Da war ja auch in der Presse diese einhellige Meinung, dass dieser Krieg unbedingt geführt werden musste bis zum Schluss. Es wird sich auch in diesem Krieg auch leider es wird zu einer Verhandlungslösung kommen. Davon bin ich überzeugt, weil so wie es jetzt ist, so wie Klingbeil sagt, wir müssen die Ukraine noch in 10 Jahren unterstützen mit Waffen. Dieser Krieg kann nicht 10 Jahre weitergehen. Irgendwann gehen der Ukraine die Soldaten aus und es wird eine Verhandlungslösung geben. Da können sich alle auf den Kopf stellen, da kann sich auch mein lieber Freund vom ZDF Kühners auf den Kopf stellen, es wird einen Verhandlungsfrieden geben, weil so kann es nicht weitergehen, weil eine ganze Generation zerstört ist. Aber die Medien werden trotzdem erstmal, die großen Medien, auch der öffentliche Rundfunk werden auch jetzt erstmal weitermachen
Und diese auch das damals mit der Friedensverhandlung, was war, auch weiter zersetzen, dass es doch nicht so gewesen ist. Das ist ein ganz klares Muster. Ist leider so, finde ich schade. Was können wir dagegen machen? Wir können nur unser Wort erheben. Wir können unser Wort erheben, wir können mit den Leuten sprechen, wir können mit den Leuten über die Fakten sprechen, wir können uns politisch dafür einsetzen. Weil einen Fehler dürfen wir jetzt nicht machen und klein beigeben lassen. Das ist bei ganz vielen, auch bei mir leider, damals in der Corona-Pandemie passiert, wo ich mich irgendwann klein beigegeben habe, was ich bis heute immer noch sehr stark bereue. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir uns für den Frieden einsetzen, jeder Einzelne so gut er kann. Und ja, Beleidigungen, Repressalien, kann es geben. Aber es ist halt auch, für mich ist es auch halt wert, sich dafür einzusetzen und die Stimme zu erheben für den Frieden. Nicht nur in der Ukraine, auch in Gaza, in Jemen und sonst noch wo auf der Welt. Ne, wir dürfen uns nicht eintrichtern lassen, dass Waffen Frieden bringen. Das ist ein absolutes, das ist ein, wie sagt man so schön, das ist ein, das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Waffen werden nie Frieden bringen. Ne? Wie gesagt, wir müssen standhaft bleiben. Auch wir als BSW, das werden wir auch. Wir werden uns nicht nach der öffentlichen Meinung richten, sondern wir werden unseren Stiefel durchziehen. Und da ist es auch immer schön, Unterstützer dabei zu haben. Und ihr macht das ja auch sehr gut. Ihr lasst euch auch nicht unterkriegen. Ihr argumentiert gut. Und das ist auch wichtig, dass ihr dann auch so weitermacht und die Leute dann auch dazu motiviert. Und zeigt, da gibt es Stimmen, die setzen sich durch, die lassen sich nicht unterkriegen und dann nehmen sie sich auch ein Beispiel daran. Darum ist das jetzt auch ganz wichtig, ob das jetzt in den Social Media ist, ob das privat ist, zu Hause, da wo man ins Gespräch kommt, standhaft bleiben, Argumente austauschen, auch nicht gleich die Leute verteufeln gegenüber, sondern versuchen, vernünftig mit denen zu reden. Denn irgendwann wird es auch mal Klick machen. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg und wir sind besser aufgestellt als in der Corona-Pandemie und damals im Jugoslawien-Krieg oder im Irak-Krieg oder im Afghanistan-Krieg. Ja. Ich finde da ja auch ganz spannend, dass die Medien eine sehr große Rolle spielen, dass man ja die großen Leitmedien hat, also oder auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ja durchaus mit ihren großen Reichweiten auch in der Lage sind, die politische Meinung zu machen, zu bilden und massiv zu beeinflussen. Und das ist ja so ein allgemeines Problem, was man, ich sag mal, bis Anfang der 2010er Jahre in Deutschland in der alternativen Medienszene ja gar nichts hatte. Es hat sich ja dann tatsächlich mit dem Aufstieg der AfD so eine alternative Medienszene, die AfD-nah ist, entwickelt, die dann ja durchaus auch bestehende Narrative angegriffen hat. Aber es fehlt ja sowas im großen Stile auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums, zum Beispiel eher BSW-nahe alternative Medien. Gut, BSW gibt es jetzt erst seit wenigen Monaten, aber ansonsten in diesem Spektrum sehe ich ja nur so die Nachdenkseiten zum Beispiel. Dann hat man noch sowas wie verschiedene Blogs, so von Serdar Somuncu zum Beispiel gibt es noch einen Blog. Letztendlich kommt das ja aber alles weder an die Reichweiten der Tagesschau ran, noch kommt das Ganze an Reichweiten wie Deutschland, Kurier, Auf 1 und wie sie alle heißen. Gut, Auf 1 ist jetzt aus Österreich oder aus der Schweiz, weiß ich gar nicht. Die Weltwoche kommt auf jeden Fall aus der Schweiz. Das ist ja so ein riesiges, auch sehr vielfältiges, eine vielfältige Medienlandschaft in diesem Bereich. Und das ist halt etwas, was, glaube ich, auch mit den Kern und einen sehr zentralen Punkt bilden wird. Weil die Leute, die werden ja über Medien, über Werbung, über ganz viele verschiedene Dinge, über ihren Feed in TikTok, Instagram und was weiß ich, da bildet man sich ja unterbewusst auch eine Meinung. Und wenn man den ganzen Tag zugeballert wird von die Ukraine ist ein superdemokratischer Staat und da läuft im Prinzip alles super, da gibt es keine Oligarchen, da gibt es keine Korruption. Bei uns in Deutschland, da gibt es auch keine Korruption. Die Cum-Ex-Chefermittlerin, die ist gegangen, weil sie halt gegangen ist. Da ging es nicht darum, dass sehr reiche Finanzkriminelle mit entsprechenden Kapital und Einfluss sich einfach rauskaufen können aus solchen Dingen. Und da braucht es ja auch eine Gegenöffentlichkeit, die geschaffen werden muss, um diese ganze
Informationsflut, die auf die Leute reinprasselt, da dem etwas entgegenzusetzen. Und ich finde, da ist auch tatsächlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr interessant, weil im Prinzip kann man jetzt ja die Position vertreten, gut, da läuft viel schief, wenn man mal die da oben und andere Funkformate sich beispielsweise für die jüngere Zielgruppe anguckt, wo teilweise neoliberale Propaganda en masse verbreitet wird. Die haben ein Video vor einigen Wochen über die Aktienrente und das deutsche Rentensystem rausgebracht, wo zumindest der Agitator und ich auch darauf reagiert haben. Da kann man nur den Kopf schütteln. Und die laden da Leute ein, die einfach 1:1 Aktienrentenlobbyisten sind und geben keine Gegenstimme, die das Ganze mal ein bisschen kritisch einordnen. Die machen da so viel Unfug. Und dann muss man sich mal fragen, kann man diese Institution zum Beispiel noch reformieren? Oder aber, was sind andere Möglichkeiten, die man da in die Hand auch machtpolitisch machen kann? Was ist, wenn es in irgendeinem Bundesland eine mögliche Mehrheit gibt, die zum Beispiel den Medienstaatsvertrag aufkündigen möchte? Da könnte man diesen Leuten die Pistole mal sprichwörtlich auf die Brust setzen, weil es würde ja ein Bundesland ausreichen, was dem Ganzen dann im Zweifel den Stecker zieht. Zumindest, wenn ich das System so richtig verstanden habe. Ja, also so wie es momentan läuft, finde ich es sehr kritisch. Also ich sage auch ganz klar, ja, ich finde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir ist es lieber und da muss auch eine Reform vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk hingehen, dass mehr Bürger da die normalen Bürger da auch mehr Einfluss drauf haben auf die Berichterstattung und da die Meinungen auch stärker durchkommen. Das ist für mich ein ganz wesentlicher und essentieller Punkt, ne? Dass da mehr Kontrolle von den Bürgern draufkommt auf den öffentlichen Rundfunk. Denn ich möchte nicht, wie zum Beispiel in den USA, da haben wir das Beispiel, da sind die großen Medienhäuser im Besitz von Milliardären, muss man ja auch ganz klar so sagen. So, und die beeinflussen natürlich von den großen Privatsendern ja auch die Meinung. Und das finde ich ein bisschen krass. Also mir ist ganz ehrlich gesagt lieber weniger Privatsender, dafür mehr einen stärkeren öffentlichen Rundfunk, der aber dann auch von den normalen Bürgern kontrolliert wird. So, dass da auch wirklich eine neutrale Berichterstattung kommt, die beide Seiten beleuchtet und nicht nur immer eine. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, die Frage ist, kann ich noch mal ganz kurz? Ja. Ich bin auch schnell. Die Frage ist, inwieweit man das umsetzen kann oder ob man auch eben solche Methoden, wie man droht denjenigen, einfach das ganze Ding den Stecker zu ziehen, damit man überhaupt Reformen irgendwie erzwingen kann, ob man bereit wäre, das zu machen. Weil da stellt sich dann ja im Anschluss wiederum die Frage, mit wem könnte man, wenn jetzt zum Beispiel die CDU, wird die so einen Antrag einbringen? Keine Ahnung. Die AfD würde vielleicht so einen Antrag einbringen. Wie verhält man sich dazu? Das ist ja auch eine interessante Fragestellung. Aber ja, Agi, du wolltest was sagen? Ja, meine Frage zielt in die gleiche Richtung. Also wenn man den ÖRR nicht reformiert bekommt, ich meine, dafür bräuchte man ja schon die Mehrheit in etlichen Bundesländern und im Bundestag, um da irgendwie was voranbringen zu können. Wäre es dann für dich eine Option, wenn man beispielsweise in einem Bundesland in die Position kommen könnte, dass man dann den Rundfunkstaatsvertrag komplett aufkündigt? Es wäre ein Zeichen, diesen Vertrag natürlich aufzukündigen. Wäre interessant. Also ich habe da auch noch nicht so meine Meinung drüber gebildet, noch nie stärker drüber nachgedacht, was es bedeuten würde in einem Bundesland, wenn das gekündigt werden würde. Natürlich könnte es dazu führen, dass es eigentlich ein Umdenken in Umdenken gibt, damit der öffentliche Rundfunk endlich reformiert wird, ne? Damit halt die Normalen darüber Kontrolle bekommen, ne? Ich denke, es wäre ein interessantes Zeichen. Allerdings müsste das nicht nur ein Bundesland sein, sondern da müssten sich schon 2-3 Bundesländer zusammenschließen, um den zu kündigen, weil dann hat das einfach mehr Wirkung. Aber ich finde das tatsächlich schön,
Das, also dann, das ist ja zum Beispiel ein Thema, was man auch parteiintern und in den entsprechenden Landesverbänden, wo das unter Umständen mal auf der Tagesordnung stehen könnte, ja diskutieren kann. Und ich finde es gut, dass das überhaupt ein Thema ist, worüber man dann reden kann. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das jetzt bei anderen Parteien ansprechen würde, bei denen wir beide vielleicht auch mal Mitglied waren, da würden direkt so, oh, nee, also das ist ja was Böses oder was, also keine Ahnung, da gibt es jetzt so ein paar Gesichter, die mir da in den Kopf kommen, die würden ja sofort abwinken, nicht mal die Debatte darüber führen. Also, natürlich kann man die Debatte darüber führen. Ich finde das auch nicht verwerflich. Ich denke, nicht nur wir, sondern auch viele andere sehen eine starke Diskrepanz im öffentlichen Rundfunk. So, und man sollte auch diese Diskrepanz dann auch ansprechen und überlegen, wie man die ändern könnte. Was ich nur nicht am Ende haben möchte, ist, sind noch mehr Privatsender, die von hier Konzernen hier geleitet werden und ihre eigene Agenda da fortführen. Das möchte ich nicht. Sondern es sollte schon am Ende wirklich eine Berichterstattung sein, die beide Seiten beleuchtet, ohne zu verurteilen. Also wenn man jetzt beispielsweise kein finanziell gut ausgestatteten Gönner auf unserer Seite hat, dann ist ja im Prinzip das, was wir hier im Kleinen machen, so diese graswurzelartiges Aufbauen kleiner Kanäle, die dann vielleicht irgendwann größer werden oder es kommen andere werden auf einen aufmerksam, man macht irgendwelche Netzwerkeffekte und schafft dadurch, ist unsere Position, mehr Leuten zukommen zu lassen, dann ist das ja eigentlich erstmal so das Einzige, was man machen kann. Und wir hatten ja schon mal geredet und so wie ich dich verstanden hatte, wird ja auch diese Arbeit in diese Richtung durchaus zur Kenntnis genommen und durchaus auch positiv bewertet. Ja, ne, das ist diese kleinen wichtigen Kanäle, diese kleinen Kanäle sind ja auch wichtig. Ne, um ich rede ja auch gerne mit euch, ne? Ich kann in Ruhe mit euch diskutieren und Meinungen austauschen, Anregungen holen, die dann auch weitergeben. Und ihr erreicht ja auch viele junge Leute, was ja auch wichtig ist. Das ist ja auch nun mal so. Und ich finde es gut, dass die Arbeit dahin vorangetrieben wird und freue mich in Zukunft mehr auf solche Formate mit euch und mit anderen. Ja, wäre auch super, wenn vielleicht, und dann bin ich auch durch, nochmal irgendwer anders vielleicht aus dem BSW sich auch mal in solche Formate reinsetzt. Das, glaube ich, wäre ganz gut. Einige gehen ja auch zum einen oder anderen alternativen Medium. Da ist ja eine Sarah zum Beispiel, die ist bei Marc Friedrich, obwohl ich jetzt wirtschaftspolitisch von dem nicht so viel halte, aber die taucht dort auf, das bekommen viele Leute mit. Die ist ja irgendwie gefühlt sowohl denn mal bei News war sie jetzt, sie ist auch bei Bild gewesen, war aber gleichzeitig auch bei der Tagesschau oder bei eher linkeren Formaten. Und so ist es eigentlich ganz gut, man muss versuchen, möglichst überall auch präsent zu sein und sich nicht zu abhängig von einer Sache zu machen. Weil wenn du nur darauf setzt, dass die Tagesschau alle paar Jubeljahre mal einen netten Artikel über dich schreibt, okay, ich glaube, das ist ein bisschen die falsche Richtung. Ja, vor allen Dingen, man muss ja auch heutzutage sehen, die beste Werbung ist ja heutzutage, wenn du in der Öffentlichkeit schlecht über dich geschrieben wird. Das ist ja dieses Paradoxe heutzutage. Wenn du in den Medien heutzutage hochgejubelt wirst, beobachte ich oft, dass man denkt, die Leute werden hochgeschrieben, dass das so sein soll. Und dann werden die Leute auf einmal trotziger, wenn dann auf einmal schlechte Artikel über andere kommen. Was auch an der Berichterstattung des öffentlichen Rundfunks liegt, weil die halt auch sehr einseitig ist. Und dann zieht man Wut auf und dann ist das auch heutzutage so, dass eigentlich schlechte Artikel, also wenn jemand schlecht über mich berichtet, eigentlich mehr Zustimmung bringt bei den Leuten, als wenn die jetzt geschrieben hätten in den Faktenfinder, ja gut, er hat nicht gelogen. Wäre schön, wenn sie es geschrieben hätten, dass das doch so war, wie es in dem Vertrag war und wie die Welt das berichtet hat. Wäre schön, aber
Ich fand die Kommentare darunter unter X auf jeden Fall sehr gut. Auf jeden Fall hat die ARD gute Wahlwerbung für uns gemacht. Das stimmt, vielleicht, weil das gestern gerade auch sehr spannend war. Wir waren in dem Mixtalk und es ging um Bürgergeld und um Niedriglöhne. Und der Agitator war auch drin und hat da mal den Punkt aufgemacht mit der deutschen Niedriglohnpolitik und dem Bezug auf die Exportwirtschaft, auf das europäische Ausland und Co. Und dann kam der Moderator und sagte, ja, also das ist viel zu kompliziert. Und ich frage mich, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der über das Thema Bürgergeld und Niedriglöhne spricht, aber die ganze Zeit sich vor allem auf so Home-Stories konzentriert, auf Erfahrungsberichte von betroffenen Personen und sich weigert, dieses makroökonomische und volkswirtschaftliche Bild zu behandeln, weil es zu kompliziert sei, das spricht ja im Prinzip auch schon Bände. Ja klar, natürlich spricht das Bände. Ne? Vor allen Dingen Niedriglohnsektor, Exportwirtschaft, Deutschland etc. und so weiter. Also es gab wirklich, also ich kann mich daran erinnern, noch vor einigen Jahren, da gab es zum Beispiel in der ARD, kam leider erst abends, spätabends, aber gute Reportagen, die zum Beispiel Sachen aufgeschlüsselt haben, wie damals bei der Finanzkrise, wie die Banken eigentlich die Gesetze geschrieben haben, um den Finanzmarkt zu reformieren und zu kontrollieren, was natürlich nicht stattgefunden hat nachher. Ne? Naja. Da wurde das, es geht, wenn sie wollen, kann man das einfach aufschlüsseln und auf einem Beispiel zeigen. Das gab es. Aber wenn sie sagen, okay, das Thema ist so kompliziert, dann ist ja auch die Frage, ob überhaupt noch der Wille da ist, darüber hinaus aufzuklären. Weil mir fällt auch immer ganz stark auf, es fehlen wichtige Details in ganz vielen Berichten, wo auch nicht weiter drauf eingegangen wird, sondern halt nur die Seite beleuchtet wird, die Vorteil ist zur Meinung, die man gerade vertreten soll im Mainstream. Ich glaube, ganz interessant, aber auch so traurig. Also ich finde es auch traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Zusammenhänge nicht mehr aufgeschlüsselt werden und wie zum Beispiel Niedriglohnsektor und Exportwirtschaft in Deutschland. Und da sollte eigentlich auch viel mehr mal wieder drauf eingegangen werden, ja. Ich glaube, bei Funkformaten, da ist der Punkt, den du gerade aufgemacht hast, ziemlich klar. Also da ist nicht nur der Wille nicht vorhanden, sich damit zu beschäftigen, die Journalisten können es auch einfach nicht. Da werden Leute akquiriert, die vielleicht ideologisch auf Linie sind oder die total naiv sind, die aber nicht das mindeste journalistische Handwerkszeug haben. Also ich habe da so einen TikTok von so einem Kanal, Your Money heißt der. Das ist so ein Funkkanal, der macht auf TikTok Videos über Wirtschaft. Und die redet da den übelsten neoliberalen Schwachsinn über unser Rentensystem. Und was sie zur Einführung in das Video sagt, ist, ich habe bis jetzt noch nichts gelernt, aber ich erzähle euch jetzt mal, wie unsere Rente hier funktioniert. Also das fand ich so ein bisschen symptomatisch für dieses ganze Funksystem. Vielleicht, also ich bin sehr dankbar über Funk, weil das sehr, sehr einfacher Content für uns ist. Ich meine, ich beschäftige mich hobbymäßig mit Volkswirtschaft, lerne das dann teils durch Vorträge von Heiner Flassbeck, durch Beiträge von Politikern und halt auch durch meine beiden Streamer-Kollegen hier und versuche das dann anhand von Reactions auf Funkformate einfach den Leuten zu erklären. Und ich kann zumindest sagen, dass ich bisher aus meiner Familie damit Menschen erreicht habe, mit dem, was ich erzähle, aber seitens dem, was Funk erzählt, verstehen die das nicht, weil da auch teils in sich widersprechende Fakten genannt werden oder halt in sich widersprechende Narrative verbreitet werden, die so nicht stimmen. Und ja, worauf will ich da hinaus? Also da müsste man, ich denke mal, die Änderung am öffentlich-rechtlichen Rundfunk so früh jetzt wird schwer möglich sein. Dafür müsste man ja eine gewisse Macht erstmal erlangen, eine politische. Aber als Partei könnte man, und das ist auch eine Frage, über die wir uns hier unterhalten wollten, da entsprechend in einem Vorfeld organisieren und möglicherweise mit Fachpersonal in Diskussionen reingehen, um Wissen zu verbreiten, auf das wir dann wieder aufsetzen können und dann halt das Ganze vielleicht nochmal und nochmal erklären. Weil, wie gesagt, durch Wiederholung kommt es dann doch irgendwann an. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich mache unter meinem Kanal mit Kommentaren. Finde ich eine interessante Anregung. Ja.
Ja, das ist ja sowieso so eine Sache, diese Wiederholungsgeschichte, das sieht man ja auch, diese Narrative, die man in von einer Strack Zimmermann, von einem Michael Roth hört, auch von einem Olaf Scholz, von einem Habeck, einer Baerbock und wie sie alle heißen, die wiederholen ja eigentlich ihre Botschaften dauerhaft, egal wie unsinnig die vielleicht sind, aber durch diese permanente Beschallung, dauerhafte Wiederholung, da geht das einfach in die Köpfe der Leute rein und die haben das zumindest irgendwo irgendwie schon mal im Hinterkopf. Ich meine, wenn wir uns die SPD-Plakate angucken, die teilweise stehen, wo denn Arbeitsplätze schützen oder Wohlstand sichern oder ähnliches draufsteht, also wenn man sich die letzten 3 Jahre einmal angesehen hat und die SPD war seit 98 mit Ausnahme von, ich glaube, 4 Jahren eigentlich dauerhaft in der Regierung und die haben bei all diesem Kram mitgemacht. Und wollen uns jetzt erzählen, nachdem wir seit 20, 25 Jahren ein großer Teil faktisch keine Lohnzuwächse hat, nachdem wir in dieser ganzen Zeit unsere Infrastruktur verrotten lassen haben, seitdem wir in dieser ganzen Zeit auf so vielen politischen Ebenen Probleme haben, sollen das jetzt die Lösungen sein? Und das gilt ja auch für Grüne, FDP und CDU, die ja auch in irgendeiner Form immer wieder mitregiert haben, sei es jetzt im Bund oder in den Ländern. Und die wollen uns jetzt sagen, ja, mit uns wird es jetzt aber bestimmt besser. Also wenn wir 2025 schwarz-grün bekommen, dann Gnade uns Gott, will ich fast sagen. Aber dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir diese Koalition kriegen, ist, glaube ich, gar nicht so gering. Und ich würde mir auch wünschen, dass sich das BSW entsprechend strategische Überlegungen macht. Das wird wahrscheinlich auch schon gemacht. Wie reagiert man dann? Hat man schwarz-grün? Was ist denn 4 Jahre darauf? Das wäre potenziell auch wieder einen Zeitraum, der einiges an Möglichkeiten mit sich bringt. Und könnte man eventuell auf so eine Regierungsmehrheit 29 spielen mit entsprechendem Aufbau von medialer Macht im Vorfeld, mit der Schaffung von Gegenöffentlichkeit und ein Angriff auf die bestehende hegemonielle Ordnung. Weil wenn wir sehen, dass das, was Grüne, SPD, CDU und Co. uns erzählen, dass immer weniger Leute das auch so für voll nehmen und glauben, dann ist da ja durchaus eine gewisse Skepsis bereits in der Bevölkerung vorhanden. Und da müsste man jetzt eigentlich reingehen und Gegenerzählungen bringen, Gegennarrative setzen, die glaubwürdig sind, wo die Leute sich dann auch sagen, okay, ich traue denen zu, dass die das umsetzen. Und deswegen finde ich es persönlich tatsächlich auch ganz gut, dass das BSW sich ja von diesem, das wird ja von einigen Rechten einem immer vorgeworfen, was absoluter Quatsch aus meiner Sicht ist, wo man sagt, ja, das ist jetzt die neue kommunistische Partei, das sind jetzt die SED-Nachfolger, nochmal Nachfolger und was weiß ich. Wenn man sich aber mal das Programm anguckt und die Führungsperson, also wenn man mal direkt nachfragt, was sind eigentlich die konkreten kommunistischen Punkte, die da aufgeführt werden? Gibt es ja faktisch, gibt es ja nichts, kann ja niemand irgendwas sagen. Und ich finde, dass man da gerade auf diese wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit spielt und man Konzepte auch hat, die eine Glaubwürdigkeit besitzen, dass man sie auch in wenigen Jahren umsetzen kann. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Na klar ist das ein sehr wichtiger Punkt, ne? Und Konzepte sind da und es wird weiter an Konzepten gearbeitet. Ich freue mich schon darauf, wenn das Wahlprogramm erarbeitet wird, wo dann auch die normalen Bürger mit Fachpersonal zusammensitzen und das Wahlprogramm dann auch dementsprechend erarbeiten wird, weil es ist wichtig, auch nah bei den Menschen zu sein. Und natürlich, wir versuchen ja jetzt hier auch schon eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Es ist halt nur sehr am Anfang ist das schwer. Wir haben leider nur im Moment noch begrenzte Ressourcen. Und ja, ich sehe es genauso. Schwarz-Grün finde ich sehr realistisch. In NRW haben wir es ja schon. Und wir sehen ja auch, wie sich die Grünen da gewunden haben. Ich sage nur Lützerath. Und Schwarz-Grün, die sind politisch sehr nah beieinander. Also jedes Mal, wenn die Grünen an der Regierung sind, machen sie die gleiche Politik wie die CDU. Das muss man ganz klar so sagen. Die CDU ist auch ein riesiger Haufen Verbotspartei. Und Einheitsschränkungspartei. Und da überschneiden sie sich mit den Grünen ganz gut, auch im hier Kriegskurs. Das muss man auch ganz klar so sagen. Also ich sehe ehrlich gesagt mehr Zusammenhänge zwischen CDU, also politische Zusammenhänge zwischen CDU und Grüne, als zwischen CDU und AfD, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was ich ganz spannend finde, also wir sehen, dass mit der CDU, mit den Grünen, SPD, FDP und Co., dass sie in den grundpolitischen Fragen eigentlich in eine Richtung marschieren. Klar, es gibt hier und da mal wieder kleine Unterschiede in den Nuancen, aber es geht ja dem Grunde nach in eine Richtung. Das heißt, für mich gibt es für das BSW ja aktuell auch gar keine wirklichen Perspektiven, mit irgendwem zusammen zu regieren. Denn wenn man jetzt mit einer dieser Parteien, die ja die letzten 25 Jahre an diesem Elend, vor dem wir stehen, eigentlich gut mitgewirkt haben, also was erwartet man mit diesen Parteien für eine Veränderung hinzubekommen, wenn es doch im Prinzip eigentlich die letzten Jahre nicht passiert ist? Denn wenn diese Parteien die grundlegenden Probleme angehen wollten und sie ändern wollten, dann hätten sie es doch längst machen können. Im Gegenteil, wir sehen ja, es wird immer schlimmer und in den zentralen Fragen unserer Zeit, zum Beispiel Krieg und Frieden, wie sieht es in Europa aus, was ist im Nahen Osten, da ist der Westen hingegangen, hat Syrien zerbombt, hat dadurch Migrationsströme auch produziert und jetzt ist in Syrien zum Großteil zum Beispiel wieder Frieden. Könnte man sich also die Frage stellen, wäre es nicht auch sinnvoll, mit der syrischen Regierung zusammenzuarbeiten, das Land wieder aufzubauen? Jetzt würden einige wieder schreien, ja, aber das ist ein Diktator. Ja, Syrien war schon immer eine Diktatur, die Menschen sind da noch nicht geflohen. Es war im Vergleich ein recht wohlstandsbehaftetes Land. Das stimmt nicht so ganz. Also Syrien ist seit Jahrzehnten eine Diktatur. Ja, aber 1949 war das noch eine Demokratie. Das ist das erste Land, wo die CIA eine demokratisch gewählte Regierung weggeputscht hat und dann eine Diktatur quasi eingerichtet hat erst. Gut, dann war es so 10 Jahre wahrscheinlich eine Demokratie und seitdem dann eine Diktatur. Ja. Ungefähr. Gut, dann ist das da mein Fehler gewesen, nur um auf den Kern nochmal zurückzugehen. Also da wäre doch die Möglichkeit, den Wohlstand dort wieder zu schaffen, damit Leute Perspektiven haben, würde man diese Probleme lösen, aber das möchte man ja auch nicht. Also da machen die Parteien doch auch Sanktionspolitiken mit, auch Bezug jetzt auf China, drohender Handelskrieg. Also wie möchte man mit diesen Parteien koalieren? Es gibt doch eigentlich keine Perspektive aktuell, zumindest wenn sich diese Parteien nicht verändern in ihrer Position. Was nur möglich wäre aus meiner Sicht, wenn man eine Gegenöffentlichkeit schafft, weil die AfD hat es ja sehr intelligent hinbekommen, die CDU vor sich herzutreiben, aber auch SPD, FDP und Grüne vor sich herzutreiben. Also das, was die Grünen mit der europäischen Asylrechtsreform beschlossen haben, also da wären sie ja noch vor 2 Jahren auf die Straße gegangen. Und wenn sie in der Opposition wären, dann wären sie da auch vor wenigen Monaten gegen auf die Straße gegangen. Also man sieht ja einfach, wie da dieser Druck auch kommt, und die AfD eigentlich einige Teile ihrer Programmatik schon umsetzen konnte, obwohl sie nie regiert hat. Könnte ja auch für das BSW in Teilen so strategisch ein Vorbild ist vielleicht falsch formuliert, aber man könnte sich daran ja orientieren und einzelne Punkte, die gut funktionieren könnten, für sich selber nutzbar machen. Na klar, das versuchen wir auch, diese Punkte für uns nutzbar zu machen. Und wie Sarah sagte, wir wollen Veränderung für die Menschen, für die Bürger. Das ist unser wichtigstes Anliegen. Und das heißt, die Parteien müssen sich dann ja auch, also wie Sarah das gesagt hat, die Parteien müssen sich dann auch nach uns richten. Und dann zeigt es auch, wenn die Wahlen vorbei sind, wie stark, erstmal müssen wir auch mal eine Position der Stärke haben. Aber danach wird sich zeigen, was den Parteien überhaupt den Menschen wert sind. Ob sie sich ändern wollen für die Menschen oder ob sie den Stiefel weiterführen. Und ich finde das im Moment ganz interessant. Also Koalitionsdings lasse ich jetzt auch einfach mal offen. Weil ich finde es im Moment ganz interessant, weil die Parteien reagieren jetzt im Moment. Und wenn die jetzt nach uns sich nach uns drehen, dann haben wir ja auch schon viel erreicht. Aber die Parteien müssen sich dann auch langfristig wieder ändern, um wieder Politik für die Bürger, für die Bevölkerung, für die Menschen hier zu machen. Ja, und darum ist auch ganz klar, wir wollen eine Verbesserung für die Menschen hier in diesem Land, ne, und auch wie zum Beispiel, dass die Sanktionen gegen Syrien aufgehoben werden, damit sie zum Beispiel endlich wieder anfangen können, ihr Land aufzubauen, damit die syrischen Flüchtlinge auch wieder eine Perspektive haben, überhaupt wieder zurückzukommen in ihr Land, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Ne, und das, ne, Fluchtursachen bekämpfen, ne, ist auch zum Beispiel eigentlich Sanktionen aufheben, auch gegen Kuba, muss man auch ganz klar so sagen. So, sorry. Ne, auch andere Länder, ne, auch gegen Russland, was weiß ich. Sanktionen sind eine Tötungspolitik für die Bevölkerung, ne, und schadet
Regimen und Diktaturen und was weiß ich, wie man das dann alles nennt, wird denen nie schaden. Das ist so, es leidet immer die Bevölkerung darunter. Ja, und darum sagen wir auch ganz klar, wir wollen eine Politik, die etwas für den Menschen zum Guten verändert. Und das heißt, bedeutet dann auch, dass sie auf uns zugehen müssen und sich ändern müssen, ihre Politik ändern müssen, ne? Und dass wir nicht deren Steigbügelhalter sind, bloß weil wir ein paar Ministerpöstchen haben wollen. Wir haben es gesehen in der ehemaligen Regierung in Berlin, was mit Deutsche Wohnen enteignen passiert ist. Da ist nämlich gar nichts passiert. Und sowas darf uns nicht passieren, weil das ist predigt die Glaubwürdigkeit definitiv. Und da muss man auch ganz stark vorsichtig sein. Agitator, du wolltest noch, glaube ich, eben was sagen. So, ich dachte, Frederik wäre fertig gewesen. Da hatte ich ihm aus Versehen ins Wort gefallen. Da muss man dazu sagen, auf Discord, da hört man das immer mit so einer leichten Verzögerung. Deswegen, ja, passiert das hier manchmal erst recht, wenn man zu viert ist. Aber nee, ich wollte nur anmerken, das ist ja nicht mal das ist ja nicht mal Fluchtursachen bekämpfen. Also Sanktionen sind ja Fluchtursachen. Also wir hören nur auf, immer neue Fluchtursachen zu produzieren. Also es ist ja tatsächlich viel schlimmer. Es ist ja nicht so, dass zu wenig gegen Fluchtursachen getan wird, sondern wir tun alles, um aktiv Fluchtursachen zu schaffen. Du hast es gerade angesprochen, in Syrien, das war ein westlicher Regime-Change-Versuch. Und bei sowas, da muss Deutschland auf jeden Fall mäßigend einwirken. Und wenn die USA und ihre lokalen Verbündeten, Türkei, Saudi-Arabien und so weiter, da versuchen, eine legitime Regierung wegzuputschen, dann muss Deutschland sich ganz klar dagegen stellen. Das ist ja nicht passiert. Deutschland hat ja durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Syrien diesen Regime-Change flankiert und einige Waffenlieferungen sind sogar über die Airbase Ramstein in Deutschland gelaufen. Also Deutschland war daran mit beteiligt, was da in Syrien passiert ist. Und ja, jetzt haben wir die Flüchtlinge geerntet. Gilt ja auch ähnlich für die Handelspolitik, für die Freihandelspolitik der Europäischen Union bezogen auf einige afrikanische Staaten, wo man Situationen hat, dass man diesen Staaten überhaupt gar nicht die Möglichkeiten gewährt, sich zu industrialisieren zum Beispiel, weil die nicht die Märkte abschotten dürfen. Also das, was die europäischen Staaten während der Industrialisierung getan haben oder Südkorea und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben, ihre eigene Volkswirtschaft erstmal abzuschotten, um dann eine wettbewerbsfähige Industrie aufzubauen und dann auf den Weltmarkt zu gehen. Genau das lassen wir die afrikanischen Staaten nicht machen, sondern überfüllen und überfluten in Teilen die Märkte mit unseren Produkten. Das ist ein sehr plastisches Beispiel, aber man hat ja immer dieses Thema, dass das Fleisch, Hühnerfleisch teilweise in afrikanischen Staaten aus Europa günstiger ist, als das dort vor Ort produzierte. Und wenn dann die Leute dadurch ihre Arbeitsplätze verlieren, die Staaten immer instabiler werden und es keine Möglichkeiten des wirtschaftlichen Wachstums gibt, ja, die Leute gehen dann halt weg, weil sie keine Perspektive haben. Dann kommt vielleicht noch irgendwann eine unliebsame Regierung aus Sicht des Westens an die Macht. Und wie zum Beispiel im Niger war das ja so, wo man das Land mit der höchsten Geburtenrate der Welt dann auch noch sanktionieren wollte. Und dann frage ich mich ja, ihr redet von feministischer und wertegeleiteter Außenpolitik. Ja, Unfug. Also das ist ja, wenn ihr das ernst meint, dann ist das Quatsch. Man sollte eher eine interessengeleitete Außenpolitik machen und da vor allem die eigenen Interessen in den Fokus setzen. Keine US-Interessen, keine russischen Interessen, sondern deutsche und europäische Interessen. Und es ist weder im deutschen noch im europäischen Interesse, wenn wir überall um uns herum Flucht produzieren und am Ende wir das dann bei uns wieder ausbaden müssen und Konflikte auch dadurch in eigenen Ländern haben. Also das wäre doch wesentlich besser, den Ländern die Möglichkeiten zu geben, zu prosperieren, zu wachsen, was ja auch den Handelsbeziehungen langfristig sogar zum Vorteil gereichen würde. Ja, nicht nur das. Also ich habe mich mit Armut in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt und sämtliche Studien zeigen, dass die Kosten, die durch Armut entstehen, wesentlich höher sind als die Kosten, um diese zu beseitigen. Und als Exportnation brauchen wir eigentlich reiche Handelspartner, denen wir unsere qualitativ hochwertigen Produkte verkaufen können, eben damit unsere Wirtschaft ja auch davon profitiert und Investitionen wieder möglich sind. Dazu gehört dann natürlich auch, dass der Binnenmarkt gestärkt wird, also unsere eigenen Löhne steigen. Und was auch so ein Problem ist, man hat die Situation, dass hier in Deutschland führende Politiker den russischen Imperialismus und den chinesischen Kolonialismus anprangern, aber selber ist es bei uns ja gar nicht viel besser. Also wir haben mittlerweile
gibt es ja auch Programme in der Entwicklungshilfe, wo man die Auszahlung von Entwicklungshilfe zum Beispiel an gendergerechte Programme knüpft. Und dann frage ich mich, also wir wollen, oder die Regierenden wollen ihre Sicht von Geschlecht, von Geschlechtsidentität diesen Ländern quasi mehr oder weniger in einigen Projekten aufdrücken. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ansonsten fließt die Kohle nicht. Also das ist doch dann irgendwie auch sehr kolonial gedacht, dass man glaubt, unsere Form des Lebens, die hier von einer gewissen Anzahl an Leuten ja, propagiert wird, ist das der heilige Gral. Und das müssen jetzt alle machen. Das ist ja auch eigentlich total neokolonial. Auf einer kulturellen Ebene, nicht auf einer wirtschaftlichen Ebene. Ja, sehe ich genauso wie du. Ein bestes Beispiel, wenn wir gerade über Freihandelsabkommen reden. Grundsätzlich bin ich Freihandelsabkommen immer sehr kritisch gegenüber, weil die heutigen Freihandelsabkommen benachteiligen immer das ärmere Land. Das ist so. Beziehungsweise es profitieren davon große Länder wie zum Beispiel die USA. Es gab ja jetzt ein Beispiel, zum Beispiel mit, das war vor 2-3 Jahren, da ging so ein Abkommen mit einigen afrikanischen Staaten und die haben nicht eingesehen, dass sie ein Abkommen zustimmen sollen, wo deren Markt mit billigen Produkten übersäumt wird und die praktisch keine Möglichkeit haben, weil ihre Produkte halt noch nicht so gut sind, für den europäischen Markt, die zu uns dann kommen zu lassen. Das bedeutet, die hätten keinen Vorteil daraus gehabt, sondern es wäre wieder das Gleiche. Wir hätten wieder Teile unserer Kultur, unserer aggressiven Wirtschaftspolitik wieder in anderen Ländern etabliert. Und letztendlich hat die EU damit gedroht, die Strafzölle raufzusetzen für diese Länder, wenn sie diesen Abkommen nicht zustimmen. Und da sieht man ganz klar eine aggressive Kolonialpolitik, die nicht wie früher war, dass wir mit Schiffen hingehen, sondern wir gehen mit unserem Geld dahin und versuchen, noch mehr Geld daraus zu holen. Und dadurch schaffen wir auch verstärkt auch mit Fluchtursachen. Wie gerade gesagt wurde, ja, es ist besser. Man kann besser mit reichen Ländern handeln. Die Leute haben einen gewissen Wohlstand und beide profitieren davon. Ne, darum bin ich auch ein totaler Verfechter davon, mit China stärker zu verhandeln und die nicht immer zu dämonisieren. Ne, wie du sagtest, Marlon, die haben ihre Wirtschaft aufgebaut über Jahre und jetzt haben sie eine gewisse Macht. Und die G7-Länder haben jetzt einfach Schiss, weil deren Wirtschaft immer weiter rückläufiger ist und China stabil wächst, muss man ganz klar so sagen. Und die machen das ganz clever und investieren in westliche Firmen, wie zum Beispiel in deutsche Häfen oder sowas, wo sie dann auch einen gewissen wirtschaftlichen Einfluss haben, ohne jetzt aggressiv irgendwo drauf einzugehen. Ne, also China ist die Zukunft, auch wirtschaftlich, und da muss man auch sehen, dass man braucht nicht immer Freunde sein, das ist so, aber dass man eine vernünftige Zusammenarbeit hat, wo beide von profitieren können, wo dann auch unsere Bevölkerung, unsere Bürger von profitieren, damit auch wir auch wieder endlich wieder eine stärkere Binnennachfrage haben. Weil was wir nämlich jetzt haben, was damals mit der Agenda 2010 passiert ist, unsere Wirtschaft wurde auf Export ausgerichtet. Durch die Agenda 2010 haben wir jetzt den größten Niedriglohnsektor in Europa, damit wir unsere Produkte relativ billig für unsere Verhältnisse ins Ausland exportieren können, damit unsere Wirtschaft durch Export wächst. Die Binnennachfrage wurde sehr stark danach geschwächt. Und andere Länder müssten Geld aufnehmen, um unsere Produkte zu kaufen. So. Und das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg und so sollten wir in Zukunft auch nicht mehr weiter verfahren. Ich hätte vielleicht auch in Bezug auf die Zeit
Eine persönliche Abschlussfrage noch in die, keine Ahnung, kann ja jeder gerne mal beantworten. Was wären vielleicht so die ein, zwei oder meinetwegen drei wichtigsten Punkte, die eine Regierung, wir gehen jetzt davon aus, das BSW kann alles umsetzen, was es möchte, was man umsetzen sollte, wenn man an der Regierung ist. Also ich könnte hier anfangen, ich würde als erstes die CO2-Steuer abschaffen, weil dadurch wird Konsum teurer gemacht, trifft vor allem kleine und mittlere Einkommen. Ich würde steuerpolitisch mich auch dafür einsetzen, dass man zum Beispiel Einkommen bis 24.000 Euro gar nicht besteuert, dass auch dort eine Entlastung unten stattfindet. Und ich würde mir das Rentensystem als erstes, glaube ich, vornehmen und da in Richtung österreichisches Modell gehen, dass man Leute, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, dass die einige hundert Euro zumindest, wie es in Österreich ist, schon mal mehr haben und kein Rentner in Armut leben muss. Ich finde, das ist ein Skandal. 40, 45, 50 Jahre arbeitet man und muss dann Flaschen sammeln zum Dank. Das ist schwierig, das ist nicht hinnehmbar und ich würde sagen, das sind Punkte, die wir oder die man auch relativ schnell umsetzen könnte. Ja, ich schließe mich dir zum größten Teil an, Marlon. Also ganz klar, erstmal Rentenpolitik, Entlastung mittlerer und niedriger Einkommen und das Verbrennerverbot kippen. Das war ein konkreter Punkt. Ja, ich bei den, wie gesagt, Rentenreformen, Steuerreformen wäre ich bei euch. Wir bräuchten insgesamt noch eine Lohnpolitik, die dafür sorgt, dass die Löhne langfristig entsprechend dem Produktivitätswachstum angehoben werden. Das kann man durch Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, durch eine Lohnpolitik in staatlichen Betrieben und so weiter. Brauche ich jetzt nicht auf die Details angehen. Marlon hat ja nur nach allgemeinen Punkten gefragt. Außenpolitisch, Ende des Wirtschaftskrieges gegen Russland und Austritt aus der NATO. Schwierig. Viel schon genannt. Also ich würde die Sozialversicherung auf jeden Fall so umbauen, dass alle einzahlen von allen Einkommen und keine Deckel mehr existieren bei der Einzahlung, sodass die gesamte Volkswirtschaft hinter den Sozialversicherungen steht. Die goldene Lohnregel, die Agitator erwähnt hat, auf jeden Fall umsetzen. Es muss wieder so sein, dass Produktivitätsgewinne bei den Arbeitern ankommt auch. Ja, jetzt müsste ich mir einen dritten Punkt fast noch auslegen, aber die beiden sind so die wichtigsten, die mir gerade einfallen. Und die anderen Punkte, die genannt wurden, finde ich auch wichtig, ja. Also für eine EU-Wahl zumindest würde ich darauf hinwirken, dass wir uns stärker von den USA emanzipieren und EU-Interessen in den Blick nehmen und nicht mehr uns zwischen den Machtblöcken hin und her pingpongen lassen. Das ist so mein Eindruck, der zurzeit zumindest besteht. Man könnte natürlich auch sich nochmal ordentlich daran machen, an der Bürokratieschraube zu drehen im Sinne von weniger Bürokratie, schauen, den Lobbyismus der großen Konzerne einzudecken, Dem und Co. Aber wahrscheinlich könnten wir noch eine Stunde oder länger über diese ganzen Dinge reden. Ja, Freddy? Ein wichtigen Punkt habe ich, glaube ich, den wir alle nochmal auf die Agenda setzen sollten. Einstellung der Waffenlieferungen und verstärkt auf Diplomatie setzen. Stimmt. Das hatte ich vergessen, das wollte ich auch noch sagen. Darf ich auch noch einen ergänzen? Ich würde auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen und unser Bildungssystem massiv stärker finanzieren als bisher. Also locker das Doppelte von dem, was wir jetzt in das da reinstecken, weil das ist die Ressource, die wir in Deutschland haben und da müssen wir investieren. Ja. Also ich höre, es gibt viel zu tun. Wir müssen anpacken. Im Chat hätte ich auch noch einen Einwand, sorry. Und dann Konzerne besteuern und zwar hier in Europa und nicht mehr mit Lux-Deals günstig stellen. Super. Ja, dann freut es mich, dass das heute geklappt hat, dass wir vier hier stattgefunden haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir werden uns mit Sicherheit das ein oder andere Mal nochmal wiedersehen, sei es in Persona oder eben hier im Stream. Und dann verabschiede ich mich schon mal. Jo, ciao. Super, ciao, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.